Hoyas, Herr Gott, was haben Sie denn an? Das ist eine lange Geschichte. Ich komme aus einem anderen Grund. Ich hoffe, Sie verschwenden meine Zeit nicht. Chef, ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, Sie verschwenden meine Zeit nicht. Warum sagt er das normal? Es ist wichtig, ich schwör's. Ich schwör's, Alter! Es geht um Linda Brown. Ich weiß, warum der Pirat sie verfolgt. Ich höre. Zuerst möchte ich, dass Sie meine Bedingung anhören. Kein Spielraum für Bedingung. Du hast ihm zugehört. Es gibt keinen Spielraum für Bedingungen. Oh Gott. Was wollen Sie mir sagen? Sie wissen, ich mag's nicht, wenn Bullen Allüren haben. Ich möchte den Fall wieder übernehmen, wenn es mit meinen Informationen gut läuft. Möchte ich eine Beförderung. Und wenn die Dinge schief gehen, dann ziehe ich mich vom Dienst zurück. Da müssen Sie sich sehr sicher sein. Ich war mir selten so sicher, Sir. Die Bedingungen scheinen fair zu sein. Sagen Sie mir, was Sie zu sagen haben. Der Pirat glaubt, dass Linda die Drogen hat, die er nie bekam. Und wie ist er zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Johanna hat es Bruno erzählt. Ihre Vermutung macht Sinn. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, erkläre ich es Ihnen. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin ganz Ohr. Mit diesem Teil können wir das Puzzle fertigstellen. Wenn das stimmt, bekommen Sie die Beförderung. Das heißt, Sie verhören jetzt Johanna nochmal? Ich wage zu behaupten, dass du noch nie so glücklich warst. Die Taufe war unglaublich. Ich kann's nicht in Worte fassen. Könnte ich bloß beschreiben, was ich beim Singen gefühlt habe? Nicht nötig. Ich hab's gesehen. Du strahlst ja richtig, Liebling. Ich fühlte, dass ich zum Singen geboren wurde und nur das will. Du solltest nicht anders tun. Du solltest nichts anderes tun. So. Ich war nie so glücklich. Nicht einmal mit mir? Mit dir habe ich andere Dinge gefühlt. Alles klar. Entschuldigung. Ronaldo? Na, ich weiß, wer dir die seltsamen Nachrichten schickt. Kannst du mich morgen bei Cynthia treffen? Natürlich. Tschüss. Was ist los? Ronaldo will mich morgen sehen. Kannst du mitkommen? Natürlich. Ich werde dich nicht allein lassen. Alles klar, jetzt geht's rund. Endlich wird's mal spannend. Sag mir nicht, dass du mich schon vermisst hast. Hallo Drausio. Tag 1 nach der Versöhnung und du liegst mir zu Füßen. Amos Pfeil hat dich aber hart getroffen. Ich bin nicht aus Liebe hier, sondern wegen der Arbeit. Ich bin wieder Detektiv. Freust du dich denn nicht für mich? Komm, ich bin ehrlich, komm so. Ich weiß nicht, warum du den Posten hast, aber Gratulation. Diesmal war es mein Verdienst. Ich hab's geschafft, wichtige Informationen zu bekommen und ein großes Geheimnis in Lindas Fall zu lüften. Dann gratuliere ich dir doppelt, weil du nicht aufgabst oder aufgegeben hast und weil du meiner Freundin geholfen hast.
Rojas, wo ist Linda? Linda Born wartet drinnen auf uns. Also los. Um wie viel Uhr wird Ronaldo hier sein? Er ist wohl gleich da, Mama. Sei nicht ungeduldig. Da, sind sie schon. Der Chief blitzt einfach auf und Ronaldo kommt hergewatschelt. Alles klar. Endlich sind sie hier. Linda, ich möchte alleine mit dir reden. Was auch immer es ist, ich lasse Linda nicht allein. Ich bin nicht so weit gereist, um jetzt ausgeschlossen zu werden. Sag mir, was los ist, Ronaldo. Du kannst ihnen vertrauen. Der Pirat glaubt, dass du Drogen hast, die ihm gehören. Er wird nicht aufgeben, bis er die Wahrheit entdeckt. Was heißt, Anita hat abgesagt? Das kann nicht sein. Ihr Vertrag war schon unterschrieben. Nicole ist auch abgesprungen. Wir können keinen mehr verlieren. Mach deine Arbeit richtig. Ein weiterer Künstler ist ausgestiegen. Hast du das gewusst? Das ist der Preis, den wir für Linda Born zahlen. Die Leute sind sehr voreingenommen. Aber ich glaube an Linda. Das war mir klar. Ich frage mich nur, du und Linda. Was meinst du? Bist du immer noch in sie verliebt? Da werde ich nichts zu sagen. Linda ist eine großartige Freundin und eine großartige Sängerin. Ich möchte ihr bloß in dieser schwierigen Zeit helfen. Wenn du es sagst. Daniel steckt hinter alledem. Ich kann's nicht glauben. Linda, wir werden die Schutzmaßnahmen verstärken. Mehr Leibwächter? Mehr? Ja, so können wir deine Tochter am besten schützen. Oder beschützen, Entschuldigung. Da stimme ich zu. Ich werde immer bei ihr sein. Da ist noch etwas, Linda. Du kannst die Stadt nicht verlassen. Das ist unmöglich. Ich muss in Buenos Aires singen. Es ist eine große Chance für sie. Das ist die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe. Ich muss sie nutzen. Tut mir leid, Linda. Du auf jeden Fall musst dieses Festival, ne? Du musst auf dieses Festival verzichten, so. Alter, ey. Das heißt, musst dieses Festival verzichten. Also du musst auf dieses Festival verzichten, so. Nein. Auf keinen Fall. Da wird sie hingehen. So oder so. Oh, ich hab die falsche Wahl genommen für das? Du hast Ronaldo keine Bedingungen stellen lassen. Okay. Ich habe gedacht, das wäre die bessere Antwort gewesen. Da war es halt nicht. Naja, egal. Hey, du hast Ronaldo gratuliert. 92%. Ja, geil. Du wolltest nicht mit Milton über Linda sprechen. Ja, was auch. Ich muss auch dafür immer bezahlen. Ich habe so viele Diamanten habe ich nicht. Ich will über wichtigere Sachen Diamanten ausgeben. So. Also. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. War ja wieder sehr spannend. Mal gucken, wie es weitergeht, wie der Pirat vorgeht, ob wir noch was von Piraten hören. Also wäre ich auch mal echt gespannt, mal wieder was von ihm zu hören. Ob er neue Pläne hat. Aber eigentlich ist die eine Gefängniswärterin, ne? Hat sich ja schon strafbar gemacht. Woher wusste sie, wo der Pirat lebt? Das ist noch eine Sache. Also das haben wir in den einigen Folgen vorher ja gesehen.
Ich weiß nicht. Also, da bin ich so ein bisschen, egal. Wenn es dir gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen interaktiven Story von Linda Brown. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denne und ciao.